Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal CPAD. Heute, Thomas, bist du auch am Start? Thomas, erstmal hallo. Ja, ich bin auch am Start. Hallo. Ich bin natürlich auch am Start hier. Und ich bin hier mitten im Geschehen. Alle schießen mich ab, Polizisten greifen mich an und gefangen wurde ich auch noch. Das ist doch unfassbar, nicht. Leute. Aber das gibt's doch nicht. Es gibt zwei Sachen. Einmal, diese Shirts, Leute, gibt es auf cpad-shop.de. Link in der Beschreibung und zu jeder Bestellung auch eine handsignierte Autogrammkarte gratis dazu. Was? So was gibt es? Aber Leute, wir haben eine negative Nachricht, denn... Wie? Denn man kann hier nicht mehr hoch. Das haben sie endgültig nach, ich glaube, 2 Monaten behoben. Ja, habe ich doch letztes Mal schon gesagt. Ich glaube, das ging letztes Mal schon nicht. Letztes Mal bin ich hochgekommen. Ja, ist klar. Ja, nein, doch. Ich weiß, letztes Mal kamst du hoch, aber ich nicht. Und Das Lustige ist, ich kann nicht mal mehr hier auf deinen Kopf springen. Das wollte ich nämlich gerade auch sagen, Leute. Man kann nicht mal auf den Kopf von einem anderen Spieler springen. Was natürlich nicht so klasse ist, ne? Also, das ist für uns nicht klasse. Das heißt, wir müssen wieder auf die normale, klassische Ausbruchsmethode ausweichen. So wie man es normalerweise machen sollte. War eine schöne Zeit. Wir werden die Ecke niemals vergessen, ne? Ruhe in Frieden. Außer wir werden die Ecke niemals vergessen. Geile Aussage. Ja, ist ja so. Die hat uns durch dick und dünn begleitet, kann man fast sagen, ne? Ja, die hatte Spaß in dem Backen, ne? Ja. Leute, wir haben aber noch was anderes am Start, denn es gibt jetzt endlich unseren Merch auch in-game. Was? Aber schauen wir uns das gleich erstmal an. Wir müssen erstmal ausbrechen, das würde ich sagen, machen wir einfach mal. Denn ich habe schon so ein Seil. Thomas, willst du auch noch raus, Seil. Oder? Ja, ich habe vielleicht eine Keycard. Ich habe mir den Polizisten hier geschnappt, hat mich verprügelt. Dann breche ich einfach jetzt hier aus über The Place Rope. Und warte, ich habe doch keine Keycard. Ja, dann komm jetzt hier hoch. Ja, ich mach das. So, hä? Ich bin jetzt hier im Schacht. So. Im Tada. Schacht, oh, hallo. Okay, also Leute, normale, alte, klassische Methode. Es gibt nämlich, glaube ich, ausnahmsweise mal keine anderen Tricks. Ja, das ist echt komisch, ne? Aber, naja, so, Nissan GT-R wird gespawnt. Jetzt auch mit blauer Untergrundbeleuchtung, ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich... CPAD, komm. Ja, ich komm ja, alles gut hier. kennt ihr ja wahrscheinlich, diese blaue Untergrundbeleuchtung haben wir jetzt nochmal im Nachhinein hinzugefügt, weil es einfach viel, viel besser aussieht und zum Auto... Topass, Kollege, ganz ruhig jetzt hier, ne? Das war's da mal wieder komplett. Das war's wirklich komplett. So, ich sprinte mal ganz kurz hier weg, muss einmal den Sound lauter stellen, Leute. Sonst hört man ja hier nichts von wunderschönen Motor. So, ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt erstmal zur kriminellen Basis rüber, denn dort, liebe Freunde, haben wir das Glück und können auch erstmal gegen eine Wand fahren. Nein, da haben wir das Glück und wir können euch dann dort auch das Merch präsentieren, Leute. Denn ihr habt lange drauf gewartet. Und ich kann euch so viel sagen, Leute, ihr müsst auf jeden Fall in unsere Gruppe kommen. Team CPAD, auch der Gruppenlink ist nochmal in der Beschreibung. Könnt ihr gerne reinjoinen, Leute, in die Gruppe. Ihr müsst reinjoinen, hallo? Genau, ihr müsst reinjoinen. Dann habt ihr erstens die Möglichkeit, Teil unserer Gruppe zu sein. Und zweitens seid ihr dann auch sofort cooler. Ne? Und könnt unsere Merch auch bekommen. So, ich hab jetzt die Skat. Hä? Wo ist der Merch nicht an, Thomas? Hä, wie? Ich hab den Merch nicht an. Welchen Merch? Den Merch! Nein! Wo hast du den denn? Schaut euch das an, Leute. Unser Merch einfach hier in Roblox. Ey, das ist ja echt richtig geil. Das sieht ja aus wie im cpad-shop.de. Das sieht aus wie auf cpad-shop.de, Leute. Und der rastet hier komplett aus. Ich dachte, du machst einen Witz. Grüße gehen übrigens raus an die Leute, die hier am Start sind, ne, die hier um uns herumtanzen. Ne? Die sehen das hier gerade als allererstes. Das ist tatsächlich unser Merch, Leute, in Roblox. Und das ist, denke ich mal, auch eine coole Sache, ne? Kann man sich nicht drüber beschweren. Wow, was für ein Schirm. Ganz unauffällig hier. Ganz unauffällig. Warte. Was hab ich denn da an? Meins. Noch nee. Was? Meins. Kollege. Okay, so viel dazu, Leute. Ihr könnt das T-Shirt jetzt auch bekommen, indem ihr einfach in unsere Gruppe geht und dann unter Verkäufen geht. Leider, Leute, kostet das hier 5 Robux, denn ich kann das nicht kostenlos anbieten, sonst wird das nicht in der Gruppe angezeigt, beziehungsweise aus dem Katalog genommen. Das funktioniert leider nicht. Das tut uns auch sehr leid. Wir wollten es eigentlich wirklich umsonst anbieten, aber es kostet leider 5 Robux, ne? Das sind nicht viele. Genau, wir hatten nämlich erst die Idee, dass wir das einen Tag umsonst machen nach dem Motto. Ja. Einfach nur, damit ihr in die Gruppe kommt. Und jetzt müsst ihr einfach so in die Gruppe kommen. Ihr seid gezogen. Problem ist, wie gesagt, wir wollten es umsonst machen, weil wir wollten euch einfach ein Geschenk machen, ne?
zumindest hier in Roblox. Aber, ja, aber es funktioniert wirklich. Ich wollte gerade sagen, es funktioniert leider wirklich nicht. Sonst wird es halt nicht in der Gruppe angezeigt und im Katalog auch nicht angezeigt. Es kostet 5 Robux, Leute. Es wird jetzt wahrscheinlich nämlich viele Faker geben, die dieses T-Shirt auch reinstellen. Für 100 Robux oder sowas. Nicht so doof sein und das kaufen. Es gibt nur ein einziges T-Shirt, was von uns existiert. Und das ist, wie gesagt, dieses T-Shirt, was ich hier gerade anhabe. Dieses hier. Und alle anderen T-Shirts, die gehören nicht uns. Die verkaufen wir nicht. Also alle überteuerten T-Shirts, die für 100 Robux oder so reingestellt worden sind, nicht kaufen. Dann machen wir das lieber nochmal und verkaufen das für 5 Robux. Erstellen das noch rein. Wenn ihr wollt, dass wir noch einen anderen Merch reinstellen, ja, dann schreibt es mal in die Kommentare. Genau, und dann stellen wir das auch nochmal rein, die anderen Sachen. Aber ich dachte für den Anfang zumindest erstmal ein T-Shirt, das ist ja an sich nicht verkehrt, ne? So sieht's aus. Das ist ein guter Ansatz. Ich hoffe, euch gefällt das. Oder genau. Wir hoffen eher gesagt, ja, dass ja. es euch gefällt. Guck mal, es sieht doch cool aus. Dann gucken wir mal. Ich finde das mega nice, wirklich. Also so sind wir nochmal individuell. Also zumindest heute, bis das T-Shirt jemand kauft. Ich hatte jetzt überhaupt gecheckt, dass ich das T-Shirt anhabe. Also nein, hat er nicht gecheckt. Ich glaube, der hat es echt nicht gecheckt, weil eigentlich, ne, wir freuen uns auf jeden Fall darüber, wenn einige von euch dieses T-Shirt kaufen sollten oder tragen sollten. Da wären wir. Weißt du, der Server hat ganz kurz geleckt und ich sterbe sofort an dieser Kugel. Weißt du, ne? du musst mal überlegen, das Kennzeichen, das haben ja viele schon gemacht. Das haben viele gemacht, ja. Aber wenn jetzt jemand Kennzeichen plus T-Shirt hat. Boah. Das wäre Hammer, übel. Oder? Das wäre wirklich Hammer. Deswegen, Leute, wenn wir... Alter, die sind auch gestorben. Ich weiß nicht, ob extra oder aus Versehen, aber die sind auf jeden Fall auch gestorben. Bei mir sind die Kugeln so hängen geblieben, ne? Ja, über diesen Lava-Stift. Ja, Thomas. Wenn das jetzt wieder bei dir leckt, dann sehen wir uns in der Criminal Base, würde ich mal sagen, ne? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Nein. Nee, aber tatsächlich, Leute, würden wir uns darüber freuen, wenn wir die ein oder anderen in-game damit treffen, ne? Würde auf jeden Fall uns sehr freuen, sagen wir es mal so. Ja, Thomas wird sich das auch noch machen. Das Problem war, warum hast du es nicht gemacht, Thomas? Ja, ich wusste nicht, dass das hier so Sache ist und so. Thomas hat es vergessen. Och, genau. Mann, Leute. Das kann man sich doch nicht geben, wie ich hier zweimal in Lava springe, oder? Das kann dann doch echt keinem erzählen. Weißt du, wie er das nennt? Noob. Ja, genau. Ja, man muss ja mal ehrlich zu sich selbst sein, ne? Man muss ja einfach mal so ehrlich zu sich selbst sein. Immerhin ist das schon mal die Erkenntnis, um schlauer zu werden. Genau. Ja, dein T-Shirt ist ja schwerer oder leichter, weißt du? Ja, stimmt. Dieses Auto bleibt aber auch an jeder Stelle hängen. Es geht mir so auf die Nerven, ne? Ich fahre, hier, Leute, habe ich schon dazu gelernt, muss ich ganz weit links fahren, um hier rüber zu kommen. Ich schaff's auch nicht, ey. Es ist doch nicht mehr normal. Welches Auto ist es? Der Nissan GT-R. Nicht mal hier, Leute, selbst da knall ich gegen. Ey, es ist der absolute Wahnsinn, wirklich. So, dann fahren wir jetzt mal hier rechts rüber. So. Ja, da ist es. Mann. Ich hänge einfach. Leute, dieses nice. Auto wird an jeder Stelle hängen. An jeder Kleinigkeit hängen. Es bewegt sich einfach. Wirklich, es ist nicht normal. So. Einfach hier rein, da würde ich sagen. Und dann, liebe Freunde, sind wir jetzt hier auch wieder angekommen. Oh, Kollege. Nein, ich hab nur eine Pistole. Oh Gott, jetzt muss ich aber hier Skills beweisen. Oh. Der macht ja gar... Wo ist denn der hin? Nein! Ach, bist ja schon wieder gestorben. Ach Mann, jetzt bin ich dort angekommen und jetzt schließt der Überfall einfach mal. Nein. Ich krieg echt nichts in dieser Folge geschissen. Dann will ich wenigstens jetzt hier, ja, zum Diamantenüberfall. Thomas, lass mir den Diamanten. Okay, Leute, dann würde ich sagen, rushen wir mal hier rein. Und jetzt... Ey, Kollege. Wer auch immer das da ist. Kollege. Bei Ice-T, lass es. Das macht eigentlich der Thomas den Job. Was? Oh Gott, können wir den Diamanten klauen? Ja. Na, ja. Ich will den haben. Ich musste nur mein Taschengeld wegbringen. Jawohl, ich hab's geschafft. Okay, der Diamant gehört mir. Das heißt, Thomas, warte. Das war schon mal nix, ne? Das war nichts. Das sagst du mir. Guck mal, ich lass dir den Diamanten. Der ist ein Ehremann. Nicht so wie Thomas. Klar. Der Thomas würde schreiben, ich klau dir den Diamanten. Warum lässt er mir den nicht? Dafür klappt er mir alle anderen Diamanten, die man hier ausrauben kann. Ja, ist doch mal vernünftig, hör mal. Ja, ist klar, Thomas. Aha, die bekommen wir aber alle. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich behaupten, ne? Ach Mann, komm, gib mir doch diesen Diamanten, ey. Das ist doch nicht mehr normal hier. So, zack. Hier ein Ei nach dem anderen bekommen wir, Leute. Das ist doch, denke ich mal, eine klasse Angelegenheit hier. Zack, zack, 7000, 8000 und jetzt gleich, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn dieser eine Bug behoben wurde, dass man, ja,
dass man dort nicht mehr rauskommt, ne, aus dem Gefängnis. Denkst du, dass es auch so ist, dass man nicht mal beim Diamantenüberfall rauskommt, beziehungsweise bei Juwelier? Weiß ich nicht. Ich probier's. Aber gerade dein Auto wegzuschieben. Ja, ich komm durch. Mann. Danke. Ich wollte dein Auto Thomas, wegschieben. Thomas, du alter Assi, ey, wirklich. Unfassbar, ne? Hey, ich hab das von dir gelernt. Das hat er von mir gelernt, ja, ist klar. Ey, vorletzte Folge, glaube ich, war das. Hör mal, Kollege, was hast du da gemacht? Da habe ich das Auto, ich hab's zur Inspektion gebracht. Ja, zur Inspektion. Ja klar, was denkst du denn? Der Junge, ne, der hat auch immer einen dummen Spruch parat, also wirklich. Schreib mir mal in die Kommentare, ob das stimmt oder nicht. Mit einem ernsten Spruch, ich hab den nur zur Inspektion gebracht, genau. Ach so, okay. Okay, merke ich mir. Leute, ich würde einfach mal an dieser Stelle sagen, das wäre es gewesen mit dem Video. Ich töte jetzt noch hier Lion, 2, 4, was weiß ich nicht. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst doch gerne mal ein Like da, ein Abo da. Und ich hoffe, unser Merch gefällt euch auch in-game. Wie gesagt, in der Gruppe einfach mal vorbeischauen. Es gibt nur dieses T-Shirt, keine anderen, also nichts Überteuertes kaufen. Und wenn ihr auch weiteren Merch in Roblox haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein. Ciao. Ciao.